Kratzer hier sind schnell passiert, beseitigt sind sie nicht ganz so schnell. Unsere schnellste Methode zeigen wir dir jetzt. Und mal wieder ein Blick in den Alltag. Wir zeigen dir an dem Fahrzeug, an dem wir gerade dran sind, der bekommt eine zweistufige Politur, wie wir bei einer schnellen Variante Türmulden und Türgriffe polieren. Ganz wichtig vorab der Hinweis, um das perfekt, ordentlich und so schon wie es geht zu machen, muss der Türgriff demontiert werden. Falls du das nicht kannst oder der Kunde die Leistung einfach nicht bezahlt, möchte ich dir aber jetzt zeigen, wie du eine gute Möglichkeit hast, den Bereich zu polieren, ohne dir die Finger zu brechen und ohne hier irgendwie die Gefahr zu laufen, Kanten durchzupolieren, weil das ist die höchste Gefahr, dass du einen Polierkegel nimmst, der zu viel Belastung auf die Kante legt und damit die Kanten weg sind, bevor es die Kratzer sind. Schauen wir uns mal das vorher an. Wir haben übliche Verkratzungen der Türgriffe einfach durch Fingernägel. Das ist jetzt nichts besonders Wildes, aber auch nichts Harmloses. Also wirklich üblicher Zustand, wie man es immer wieder anfindet. Schritt 1, klemm dir den Türgriff irgendwie weg. Das ist bauartbedingt immer ein bisschen anders. Hier konnten wir so eine Gummimatte von der Hebebühne uns ausschneiden, einfach in den Türgriff reinklemmen. Und damit haben wir genug Abstand hingebracht, um unseren Kegel gleich einzubringen. Wir tragen die Politur in diesem Fall direkt auf den Lack auf, nicht auf den Polierschwamm, weil wir so einfach kontrollierter arbeiten können. Verteilt es ein bisschen mit dem Finger, damit es nicht spritzt. Nutze am besten eine Biegewelle. Wir nehmen hier die für die PXE und klemmen einen, ja, in Anführungszeichen harten, also der ist vom Schaumstoff eher mittelhart, wird aber als hart bezeichnet, Kegel an. Wichtig ist, dass du keinen spitzen Schaumstoffkegel nimmst oder in dem Fall eher einen Zylinder sozusagen, weil ein sehr spitzer Schaumstoffkegel sich an der Spitze aufrollen würde durch die Rotation. So gehst du einfach auf niedriger Drehzahl vor, erhöhst sie im Laufe der Zeit, um die Politur möglichst milchig und ja, glasig, von milchig auf glasig durchzufahren. Anschließend mit dem Mikrofasertuch abwischen und Ergebnis kontrollieren. Im Ergebnis sehen wir haben, ja, ich würde mal sagen, 80% der Kratzer so weit entfernt, dass wir einen vernünftigen Zustand darstellen können. Wie gesagt, perfekt wird es durch Abbauen. Wenn du das noch besser haben willst, wiederhol diesen Vorgang einfach. Damit am Ende das ganze Bild am Türgriff perfekt ist, wird diese auch noch poliert. Wir nehmen dafür die Flex PXE und einen kleinen Polierschwamm auf entsprechend passendem Stützteller mit dem großen Exzenteraufsatz und polieren den Türgriff von oben nach unten. Achte hierbei darauf, dass du mit dem Hub nicht irgendwo gegenknallst. Wenn du unsicher bist, klebt dir die Randbereiche ab. Generell sollte da aber eigentlich nichts passieren. Wenn du wie hier ein konisches Pad nimmst, dann hast du nämlich nochmal so ein bisschen Luft zwischen Kante und Stützteller. Von daher ist dann da die Nummer relativ entspannt. Ich nehme auch eher ein weiches Pad, einfach um nicht so viel Abrasion, nicht so viel Hitze drauf zu bringen. Man könnte ja auch eine Rotationsmaschine nehmen, allerdings da mit Kanten auf Kunststoff wäre ich immer sehr vorsichtig, einfach nur, damit ich nichts verbrenne und nichts kaputt mache. Zum Schluss abwischen, abpusten, entsprechend alle Reste aus den Ecken und Kanten entfernen und das Ergebnis kontrollieren. Wie gesagt, alle diese Schritte kannst du bei Bedarf so lange wiederholen, bis du zufrieden bist. Hier kannst du sehen, an der Oberseite haben wir noch ein paar Kratzer. Das sind typische Swirls. Die kommen nicht von Fingernägeln. Die können wir auf gleiche Weise beseitigen wie an der Unterseite. Das geht super einfach. Dreh einfach die Maschine um und arbeite von oben. Dann kriegst du das hier genauso gut hin. Ich glaube, das Ergebnis passt ganz gut, vor allen Dingen für die schnelle Methode. Wie gesagt, es hat jetzt am Stück vielleicht 5 Minuten gedauert, sind 10 Minuten für 2 Türgriffe, 20 Minuten für 4. Das haut ganz gut hin. Wie gesagt, wer es gründlich haben will, der muss Türgriffe abbauen. Wie man das macht, ist jetzt nicht Thema des Videos, sondern damit sind wir durch. Viel Spaß beim Nachmachen. Wenn du Fragen hast, hau es in die Kommentare, schreib uns bei Instagram oder per E-Mail. Bis zum nächsten Mal. Hau rein.